Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist Donnerstag, 19 Uhr. Das bedeutet wieder Palettenparty-Time. Yeah, Leute, in einem Monat ist fast Weihnachten. Wir haben heute den 29. Also nicht ganz in einem Monat, ne? Ihr Lieben, heute für euch haben wir die Marke Beauty Bay. Beauty Bay ist eine sehr beliebte Marke. Es gibt so viele Lidschatten von denen. Wunderschöne Farben. Dieses schöne Schätzelein hat gekostet nur 12 Euro statt der knappe 30 Euro. Und da musste ich zuschlagen. Das ist quasi meine erste Beauty Bay, wenn man so sehen will, ne? Ja, also ich konnte bei diesem Angebot nicht verzichten. Ich werde euch die Seite beautybay.com verlinken. Wie gesagt, ich verdiene nichts dran. Ich sage euch das nur so, wenn ihr schauen wollt. Ja, ich werde euch den Link unten setzen. Vielleicht findet ihr die Palette. Die Palette schaut so aus. Eine wunderschöne Palette. Das ist ein wunderschönes Material und die Palette ist auch wunderschön, ne? So, ihr Lieben, ja, dann legen wir mal los. Und zwar werde ich heute wieder meine Augen mit diesen Tees abkleben. Ihr habt es mir noch immer nicht geantwortet, heißt bei euch Tees. Und bei uns in Österreich heißt Tixo. Das wird mich interessieren. Sagt sie dazu Tees oder Tixo? Ich glaube nicht, dass sie mir da geantwortet habt, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, aber würde mich wirklich sehr interessieren, ob bei euch Tees oder Tixo, wie sagt ihr bei euch in Deutschland, würde mich sehr interessieren. So, ihr Lieben, wir werden heute, wo ist denn mein Pinsel, ne? Wo ist denn der verschwunden? Na toll, wenn er runtergefallen ist, dann kann ich lang suchen. Der Pinsel von Essence, von den Bösenwichten, Leute, der Pinsel ist so gut und so weiche Haare hat er. Ich ärgere mich jetzt schon wirklich, warum ich ihn mir nicht drei- oder viermal genommen habe, weil der war dann später auch reduziert. Ich habe ihn einmal mitgenommen einer Freundin, einmal für ein Tauschpaket und dann hätte ich mir auf jeden Fall noch zwei, drei sichern müssen. Essence hat ja immer wieder solche Angebote, aber diese Pinsel, diese weichen Haare, das ist wirklich... Also jeder, der die Pinsel hat, weiß, dass die so weich sind. Es gibt manche Essence-Pinsel, da denkst du, oh mein Gott. Und manche Essence-Pinsel, dann denkst du, wow, für den Preis. Wir gehen heute in den Galactic, und zwar Galactic. Das ist diese Farbe hier. Da werde ich mir jetzt einmal... Moment, zuerst muss ich mir mal... einmal eine was anderes machen. Zuerst mache ich mir mal hier ein bisschen so wie eine Vorlage. Genau, so muss ich das mal machen. So, damit das ein bisschen dann kaschiert, weil wenn ich das so knall mache, wird es wahrscheinlich nicht so schön werden. Genau, dann werde ich das jetzt einmal so machen. Und dann dieses. So. Habt ihr von Beauty Bay schon welche Paletten oder habt ihr noch keine Paletten? Wie gesagt, ich kann euch die wärmsten empfehlen. Ich habe jetzt das ein bisschen nass gemacht, den Pinsel, weil er eben deswegen, ich habe den mit dem Babyfeucht durch nass gemacht. Ne? So, jetzt gehe ich in diesen Galaxy. Machen wir mal da ein ganz kleines. Das ist jetzt schlecht, weil das Galaxy ist doch ein bisschen anders. Das andere war matt. Moment, schauen wir mal, ob er was aufnimmt. Oh ja, doch. Ja, weil ich habe, wie gesagt, ich schaue, dass ich das mit einem anderen Pinsel mache, weil der Pinsel ist jetzt nass geworden. Nicht gut. So. Es ist Wahnsinn, wie schnell Weihnachten ist. Oder? Ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Wochen haben wir noch die Dumbo-Palette gemacht. Die ist übrigens auch von Beauty Bay. Da gibt es auch so Sets bei Beauty Bay. Wenn man zum Beispiel drei kauft, bekommt man eins gratis. Und oft steht, dass man ein Geschenk bekommt, wenn man das und das bestellt.
Ich weiß nicht, was kriegt man da eigentlich als Geschenk? Ich weiß gar nicht, ob ich damals dieses Geschenk angegeben habe. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber schauen wir mal, was ich euch empfehlen kann beim Schminken. Ich finde diese Tees wirklich super, auch wenn es unangenehm ein bisschen ist. Aber ihr habt dafür eine wunderschöne gerade Linie. Gerade wenn man so mehrere Farben nimmt und man will, dass das so gleichmäßig ist, kann ich euch das wirklich wärmsten empfehlen. Ja, und was ich euch auch empfehlen kann, was ich ja früher nicht gemacht habe, was eigentlich ein Fehler ist, wie zum Beispiel dieser Kontrast. Hier könnt ihr das sehen. Das ist jetzt dieses hellere Matte und das ist jetzt der Ton, den ich eigentlich wollte. Ich habe mir jetzt da wirklich lange, lange Videos angeschaut und mir ist irgendwie, ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, dass es besser ist, wenn man zuerst etwas Mattes, zum Beispiel das ist jetzt dunkellila und das wäre jetzt ein ganz helles Lila, dass man zuerst das nimmt und dann das Wesentliche, weil das dann einen wunderschönen Kontrast gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt oder was ich meine. Weil das schaut dann immer dann, glaube ich, ein bisschen noch besser aus. Das kann man bei Smoky Eyes genauso machen, dass man Schwarz und Grau nimmt. Dann hat man so einen richtigen aschigen Look, ne? Also ich habe da jetzt schon ein paar Videos gesehen und habe mir gedacht, wirklich, wow, super. Kennt ihr diese Videos auf Instagram? Da gibt es so eine Schminkpuppe. Ja, und die lernt auf der Schminkpuppe und ich schaue mir jetzt solche Videos so gerne an. Ein paar Sekunden und der Look ist gezaubert. Ich liebe diese Videos. Und da hat sie das auch immer wieder gemacht, dass sie halt zuerst irgendetwas genommen hat, was heller war und dann was dunkler war. Und ja, so ist, ihr lieben Leute, jetzt meine Idee wäre gewesen, ich zeige euch das jetzt, dass ich diese Farbe und dass ich jetzt das nehme, ich weiß nicht, wie das ausschauen wird. Diese Farbe wollte ich jetzt nehmen. Ich weiß nicht, ob das cool ausschauen wird oder nicht. Ne? Das ist jetzt die Frage. Ich könnte es dann noch ein bisschen kaschieren mit diesem Zen Dancer. Wisst ihr was? Wir machen das einfach und aus. Und der ist auch sehr, sehr matt. Super. Wahnsinn, wie die Qualität ist. Naja, ich habe das irgendwie so. Ich habe mir gedacht, ui, diese zwei Farben, diese Kombi ist so schön, habe ich mir gedacht. Das muss ich einfach mal testen. Und ja, also gut. Also ich muss sagen, schaut mal, wie stark und super die Pigmentierung ist vom Beauty Bay. Also wirklich top. Ich muss einmal schauen, wenn ich meine endlich alles einrichte da, dass ich dann endlich einmal meine Online-Überweisungen mache. Ich weiß, ich rede das schon seit 6 Monaten. Ja, aber da muss auch wirklich jemand bei mir kommen oder irgendwie, dass er mir das auch mal erklärt, wie man das macht, ne? Weil die in der Bank haben dafür keine Zeit, haben sie gemeint, ne? So, ihr Lieben, jetzt gehe ich aber noch ein bisschen in diesen Milky Way. Moment, es ist halt blöd, wenn man den Pinsel nass macht und gehe ein bisschen da rein. Nee, aber der Look gefällt mir richtig gut. So, und jetzt kommt die Qual der Qual. Nicht die Qual der Qual. Wie sagt man das? Die Stunde der Wahrheit. Genau. Einmal und zweimal. Wunderschön, oder? Also mir gefällt der Look wunderschön. Man könnte jetzt noch ein bisschen in dieses Lilane noch gehen, damit man da ein bisschen noch Pep reinbringt. Und zwar könnte man hier noch ein bisschen dunkler noch machen. So, ihr Lieben, ich bin fertig. Wimperntusche rauf, ein bisschen die Haare noch frisiert und der Look ist fertig. Der Look könnte man noch aufbauen, indem man noch einen schwarzen Kajalstift drauf gibt. Das Ganze hier noch ein bisschen peppiger macht. Man kann wirklich einiges machen, nur ich wollte heute nicht too much, denn ich finde diese Zusammenstellung mit diesem grünen Neon wirklich top. Eine richtig super toller Look, gerade für eine Party. Ja, ihr Lieben, diese Palette werde ich auf jeden Fall noch
paar Mal benutzen, denn ich finde dir richtig super tolle Farben. Ihr Lieben, ich beende jetzt das Video, wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich bin sehr gespannt, was die liebe Claudia gezaubert hat. Dann bleibt mir nichts anderes über zu sagen. Bis zum nächsten Mal, eure Lola. Tschüss.